Die Business-Fragen OG hat am 30. Oktober die Versicherungsprämie in Höhe von 6.000 Euro für November bis April mittels Banküberweisung bezahlt. Die Bezahlung der Versicherungsprämie wurde bereits gebucht. Führen Sie die Rechnungsabgrenzung im Rahmen der Abschlussbuchungen durch. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet hier überhaupt diese Begrifflichkeit Rechnungsabgrenzung? Wenn wir uns diese Aufgabenstellung genau anschauen, so wissen wir, dass ja ein großer Teil dieser Versicherungsprämie eigentlich nicht in das heurige Jahr gehört. Wir wissen aber auch, dass wir in der Buchhaltung periodengerecht arbeiten müssen bzw. periodengerecht verbuchen müssen. Und dementsprechend ist es jetzt unsere Aufgabe, diese 6.000 Euro auf das alte Jahr und auf das neue Jahr zu verteilen, so damit eine Periodengerechtigkeit besteht. Und dementsprechend müssen wir uns im ersten Schritt jetzt einmal überlegen, wie viele Monate haben wir noch im alten Jahr und wie viele Monate haben wir im neuen Jahr. In Summe haben wir 6 Monate, November, Dezember, Jänner, Februar, März und April. Das heißt, wir müssen diese 6.000 Euro einmal zuerst durch 6 dividieren. So kommen wir dann auf eine Versicherungsprämie von 1.000 Euro pro Monat. Zwei Monate haben wir im alten Jahr, also November und Dezember sind noch vom alten Jahr. Dementsprechend dürfen im alten Jahr maximal 2.000 Euro Versicherungsprämie als Aufwand geltend machen werden. Und wenn wir diese 6.000 durch 6 mal 4 multiplizieren, so kommen wir auf die Differenz zwischen den 2 und den 6.000 eben auf einen Betrag von 4.000 Euro. Und nachdem wir 4 Monate im neuen Jahr haben, gehören diese 4.000 Euro eben auch ins neue Jahr. Und genau hierfür brauchen wir eine Rechnungsabgrenzung bzw. ein Rechnungsabgrenzungskonto. Und wenn wir uns dann hier wieder diese 4 Schritte überlegen, so wissen wir, wir brauchen auf der einen Seite mal ein Rechnungsabgrenzungskonto, wie ich bereits schon angemerkt habe. Und im Zusammenhang mit diesem Rechnungsabgrenzungskonto gibt es 2 Arten. Es gibt das aktive Rechnungsabgrenzungskonto und das passive Rechnungsabgrenzungskonto. Und hierfür müssen wir unterscheiden, ob es sich um eine eigene Vorauszahlung handelt oder um eine fremde Vorauszahlung handelt. In diesem konkreten Beispiel haben wir etwas vorausbezahlt, das heißt, wir haben eine eigene Vorauszahlung. Und für die eigene Vorauszahlung benötigen wir immer das Konto aktive Rechnungsabgrenzung bzw. aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Und abgekürzt wird dies auch gern mit ARAP, eben für aktive Rechnungsabgrenzungsposition. Und darüber hinaus brauchen wir noch ein zweites Konto, weil wir haben ja ursprünglich, also am 30.10., 6.000 Euro Aufwand verbucht. Es dürfen aber nur 2.000 Aufwand im alten Jahr drinnen sein. Und dementsprechend müssen wir den Versicherungsaufwand um diese 4.000, also um diese Differenz, welche ins neue Jahr gehört, korrigieren. Und die Korrektur erfolgt einfach, indem wir das Konto wieder gegenbuchen vom ursprünglichen Buchungssatz. Und dementsprechend brauchen wir hier eben das aktive Rechnungsabgrenzungskonto und den Versicherungsaufwandskonto. Die aktive Rechnungsabgrenzung finden wir auf der Aktivseite einer Bilanz dargestellt, weshalb wir hier eben auch ein Aktivkonto oder es sich hierbei um ein aktives Bestandskonto bzw. ein Aktivkonto handelt. Warum? Weil Sie können sich das Ganze so vorstellen, Sie haben ja eine Forderung gegenüber jemanden, also in dem Fall gegenüber der Versicherungsgesellschaft, jedoch nicht in finanzieller Hinsicht, sondern in Bezug auf eine Leistung. Und klassische Forderungen finden wir ja auch in der Aktiva und dementsprechend finden wir eben auch diese aktive Rechnungsabgrenzung in
der Aktive. Und das Versicherungsaufwandskonto, wie der Name schon sagt, hierbei handelt es sich um einen Aufwand, den wir haben und deswegen eben hier ein Aufwandskonto. Und wenn wir uns dann eben noch überlegen, handelt es sich bei den jeweiligen Konten um eine Vermehrung oder um eine Verminderung, so können wir sagen, dass unsere Rechnungsabgrenzung, also quasi das Zwischenparken eines Aufwandes, also wir parken hier mehr zwischen, und dementsprechend haben wir eine Vermehrung eines Aktivkontos. Und auf der anderen Seite nehmen wir ja aber von unserem bereits verbuchten Aufwand einiges weg. Im Konkreten nehmen wir 4.000 Euro weg. Und deswegen haben wir eine Verminderung unseres Aufwandes, weil dieser wird ja in das nächste Jahr geschoben. Und eine Vermehrung eines Aktivkontos wird immer im Soll gebucht. Und eine Verminderung eines Aufwandskontos wird immer im Haben gebucht. Und dementsprechend ergibt sich dann der Buchungssatz aktive Rechnungsabgrenzung mit 4.000 Euro an Versicherungsaufwand von 4.000 Euro. Schauen wir uns das jetzt zum besseren Verständnis vielleicht noch auf den T-Konten an. Und hierfür habe ich Ihnen auch noch einmal den ursprünglichen Buchungssatz in den T-Konten dargestellt. Der ursprüngliche Buchungssatz hat gelautet, Versicherungsaufwand, das haben wir hier im Soll eben diese 6.000, an Bank, weil diese haben wir ja von der Bank bezahlt und die Bank wurde im Haben gebucht, weil die Bank wurde ja weniger wert. Das heißt, wir hätten hier ursprünglich 6.000 Euro Aufwand drinnen, dürfen aber nur 2 Monate Aufwand drinnen haben. Und deswegen müssen wir hier eben jetzt diese 4.000 Euro korrigieren. Und wenn Sie hier jetzt das Konto abschließen würden, so hätten Sie hier dann eine Differenz von 2.000 Euro und Sie hätten dementsprechend in der Gewinn- und Verlustrechnung eben auch nur diese 2.000 Euro als Aufwand drinnen. Und die aktive Rechnungsabgrenzung ist mit 4.000 im Soll verbucht und der Versicherungsaufwand im Haben verbucht.